Was ist das jetzt? Auf jeden Fall ist da drin Missile, Container. Den möchte ich haben. Aber ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt schon bekommen. Und zwar, hier haben wir so ein paar Dinger. Die müssen wir erst wegsprengen. Okay, müssen wir dann erst so wegsprengen. So, und jetzt müssen wir das Teil aktivieren. Mit einer Bombe. Oder mit einer Morphballbombe. So, das ist jetzt aktiviert. Das müssen wir aktivieren. Und das oben müssen wir auch noch aktivieren. Okay, der oben wird jetzt ein wenig schwieriger. Allerdings auch nicht zu schwer. So, hätten wir's. Und dann löst sich jetzt die Verkleidung. Nein, die Gitter lösen sich jetzt auf, meine ich. Eigentlich. Aber die lösen sich ja nicht richtig auf. Also ja, egal. So, 40 Missile können wir schon tragen. Okay, neue Gegner wollte ich schon sagen. So, was haben wir hier? Was ist das für eine Wand? Ist das normalerweise immer so? Oder? Egal. Ich stelle gar keine Fragen mehr. So, und was haben wir hier? Ah, ein Energietank. Schon 3. Beziehungsweise wir haben jetzt 400 Leben, ungefähr. So, da oben war das. Da konnten wir vorher noch nicht hin. Also springen oder mit sonstigen Upgrades, die wir später noch bekommen, würden wir da sowieso nicht hinkommen. Da müssen wir den Weg außenrum nehmen. So, ich glaube, wir müssen jetzt zu diesem Stadion, kann man sagen. So, hier ist eine weiße Tür, da kommen wir noch nicht weit. Hier brauchen wir auch was anderes, kommen wir auch noch nicht weit. Hier brauchen wir Lila und Magnet. Ne, einzige Wahl. Dann müssen wir jetzt zum Kugelraum, zum Scheibenraum, zum Stadion, whatever. Ey. Ja. Ich hasse es in Ego-Shootern oder allgemein in irgendwelchen Dingern, wo man in der Ego-Sicht ist, zu springen. Du siehst die Füße nicht, das ist das Problem. Du weißt nicht, wann man springen muss, auch wenn du so nach unten guckst, da kannst du nichts mit anfangen. Ich glaube, bei Mirror's Edge ist das so, da sieht man, glaube ich, die Füße, da ist das ein bisschen leichter. Aber, nee, Mirror's Edge ist jetzt nicht so mein Fall, aber wir spielen ja jetzt auch Metroid und nicht Mirror's Edge. Von daher kann uns das scheißegal sein. So, gehen wir wieder hier lang. Und dann müssen wir wieder links lang, ja, links. Wie gehabt. So. Ja, das war ja klar, dass sie wiederkommen müssen. Das muss ja so sein. So, jetzt sind wir wieder in dem Raum mit dem großen Baum. Der Raum mit dem Baum. Und ja, da müssen wir jetzt hoch. Beziehungsweise, wir müssen wieder suchen. Wir müssen wieder diese Zeichen suchen. Diese Kultsymbole. Ich meine, hier wäre das ein wenig schwieriger gewesen. Aber naja, zwei haben wir schon. So, hier müssen wir die Bomben benutzen. Und ich höre Bienen. Und ich liege richtig. Ey, wieso machst du den Morphball? Ich wollte den Morphball gar nicht. Toxinquelle. Ja, genau, da wollen wir nämlich hin. Das ist der Sonnenhof, steht da. Giftquelle lokalisiert. Ja, da wollten wir eigentlich hin, aber du hast uns ja wieder in den Morphball geschickt. Wo ich das gar nicht wollte. Wo ist denn jetzt das Nest? Scheiß Viech, ha, geht alles sterben. So, egal, ich lasse mich davon jetzt gar nicht abbringen. So, ein weiteres Symbol. So, ja, hier kommen wir nur sehr schwer durch. Deswegen müssen wir erst diese Pflanzen da wegmachen. Das sind eigentlich solche Pflanzen, die einen verlangsamen. Allerdings sind diese Pflanzen noch so rot. Und das heißt, die ziehen einem noch was. Deswegen sollte man die wenigstens immer kaputt machen.
war nicht ein Symbol noch hier oben? Okay, wäre ich fast runtergefallen. Okay, vier haben wir. Wir brauchen noch so eine Hand. Wo ist denn die? Ah, da. Ich sag's doch. Gut, war nicht so schwer wie erwartet. Oder wie gedacht. Noch was trinken. So, und hier brauchen wir ebenfalls die Morphballbomben. Aus Sandstein, ja. Schwefelstein bedeutet Missile, Sandstein bedeutet Bomben. Gut, sind wir wieder ein wenig schlauer geworden. So, Tür kaputt. So, hier kann ich es euch einmal zeigen. Wenn ich da jetzt durchgehe, dann bin ich langsamer und ich bekomme Schaden, sehr viel Schaden, eigentlich. Wenn man dazu noch langsamer ist, das ist ziemlich scheiße. Deswegen sollte man die roten wenigstens immer wegmachen. Die anderen sind noch so okay. Mach Platz. Danke. So. Na los, geh auf. Und no. Wucher. Es wuchert. Ach nö. Ja, hallo Boss Flagra. Ein Boss, den ich eigentlich gar nicht so schlimm finde. Ja. Flagra, diese mutierte Pflanze ist der Ursprung der Vergiftung des Wassers in den Ruinen. Flagras Wachstum wurde radikal beschleunigt, daher benötigt es dazu konstante Sonnenbestrahlung, um aktiv bleiben zu können. Durch diese Bestrahlung wurde Flagras äußerste Schale massiv und sehr widerstandsfähig. Sein Wurzelwerk ist jedoch ungeschützt und empfindlich. Nutze diese Schwäche, falls möglich. Gezielter Beschuss kann es für kurze Zeit außer Gefecht setzen. So, also so ein Boss zu scannen ist immer ziemlich wichtig, dann weiß man, was er für Schwächen hat. Also wir wissen jetzt, er darf keine Sonne abbekommen. Außen können wir ihn nicht schaden, aber wir können ihn kurz betäuben. So, wir können ihn kurz betäuben, indem wir so machen. Dann blinkt er gelb und irgendwann passiert das und dann ist er inaktiv, sag ich mal. Da können wir das hier machen. Da müssen wir erstmal ein bisschen gegenhauen. Und jetzt ist dieser Sonnendingen ist jetzt inaktiv. Es löst sich etwas und oh, wir sehen eine Bombenmulde, heißen sie, glaube ich. Und da gehen wir einfach mal rein und packen eine Bombe rein und oh, das wird ihm nicht gefallen. Im Übrigen finde ich die Musik hier sehr geil eigentlich. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen lauter. Für euch. So. Und oh nein, ne? Nicht noch zwei. Och nö. Ja. Am besten betäube ich ihn erstmal. Ey, du Penner, ey. Komm, schneller. Morphball, du musst schneller werden. So, schnell. Er kann natürlich auch diese Sonnendinger, die kann er wieder runterschlagen. Also, wir können das auch verkacken, so ist es nicht. Und deswegen brauchen wir auch diese Betäubung. Damit er das nicht sofort tut. Ist klar, denke ich mal. Oder für jeden verständlich. So, ja. Was ist die Steigerung von 2? Natürlich 3. Ja, wir haben das Vergnügen mit 3 Sonnenspiegeln oder whatever zu spielen. Und natürlich mit Flagra. Also ich glaube, diesmal mache ich das eher so, dass ich zuerst den mache. Ihn jetzt betäube. Ey, du Penner, ey. Schlägt er mir das Teil hier wieder runter. Wir können das übrigens auch schon von hier treffen. Fällt mir gerade ein. So. Blöde Pflanze. So. Ja.
Wir sehen, er hat noch ein wenig Leben. Ja. Man kann sich jetzt denken, was passiert. Maler rächt sich Leben. Ja, er benutzt alle vier. Ah, nein. So, wo liegt Leben? Da liegt Leben. Boah, du Homo. Ich möchte zu meinen Vitaminen. Nein. Das machst du lieber nicht, Freundchen. Los. Das muss jetzt klappen. Ja. Haha. Ohne einmal zu failen. Ey, scheiß Viech, ey. Penner. Naja, egal, so gehört sich das. Flagger besiegt. Sehr nice. So, und das giftige Sumpfwasser wird wieder zu normalem Wasser oder zu nicht giftigem Wasser auf jeden Fall. Und ja, das ist doch für alle erfreulich. Auf jeden Fall. Aber noch erfreulicher ist das hier. Ja, man denkt sich jetzt, was ist das denn für eine Scheiße, aber das ist was ganz Schönes, und zwar der Varia Suit. Ja. Wir bekommen wieder unsere alte Rüstung wieder. Diese Anzüge oder Verbesserungen direkt an einem Anzug sind immer in dieser Medaille, in diesem Credit gebaut, sag ich mal. Na, viel besser. Genauso muss das. Varia Suit erhalten. Hochtemperaturbereiche sind nun zugänglich. Aha. MP1 Welten freigeschaltet. Beziehungsweise Matrix Prime 1. Ja, das können wir jetzt freischalten. Die sind in den Extras. Da können wir uns jetzt was kaufen. Brauchen wir aber nicht. So. Ja, Sumpfwasser ist wieder normal. Wir können hier normal rein. Wir können, ja, können unter Wasser laufen. Allerdings nur sehr, sehr, sehr träge. Was ich auch sehr schön finde, wenn man aus dem Wasser kommt, dann tropft noch so ein, oder da fließt noch so ein bisschen Wasser vom Wiese aus so runter. Das finde ich immer sehr geil. So. Dann gehen wir am besten mal zurück. Hier geht's lang. Ja, wir haben ja schon gehört. Wow. Was ist denn das? 100 Einheiten. Okay, die sparen auf jeden Fall nicht mit Energie nach dem Boss. Na egal, hochtempige Bereiche sind jetzt kein Problem mehr. Und hier haben wir ein ziemliches Scheißviech. Impulsbomber als elektromagnetische Energie basierende Lebensform. Ja, die können wir momentan noch nicht besiegen. Dazu brauchen wir erst eine andere Waffe. Aber jetzt achtet mal, wenn ich lade, dann kommt der auf einmal zu einem wie nichts anderes. Und wow, ne. Ich hau mal lieber auf damit. Ja, das sind ziemliche Scheißviecher. Davon gibt es auch noch, ich glaube, eine andere Kreatur. Die sieht ein bisschen anders aus. So. Ja. Wenn wir jetzt hier runterspringen, dann werden wir gleich sehen, wo wir sind. Bah. Und zwar sind wir hier wieder angekommen, ja. Wir sind jetzt direkt in den Höhlen von Magmor, denn woanders können wir nicht hin, das haben wir ja gesehen. Da brauchen wir erst die Magnetspur oder die weiße Türöffner oder die lilane Türöffner. Soll ich mal kurz den Ton von neu? So. Denn der setzt irgendwie alle 15 Minuten oder so aus. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich ihn nochmal kurz resette, dann kommt das nicht so unerwartet.